Kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 21. Hier ist mir lediglich ein Redner gemeldet, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Zuschauerbereich und draußen im Netz. Ich hatte ursprünglich vor, zu diesem Punkt eine kurze, persönliche, motivierende, erheiternde Rede zum Selbstbewusstsein und zur Kooperation zwischen den Stadträten, zwischen den verschiedenen Fraktionen und der Verwaltung zu halten. Das schenke ich mir jetzt aber. Dafür bin ich jetzt immer noch zu sehr enttäuscht. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Weil was wir jetzt ja hier gesehen haben dem Tagesordnungspunkt davor, ist in meinen Augen eine unfassbare Manifestation der Arbeitsweise des rechten Blocks. Jetzt kann ich es wirklich so nennen. Wenn man was will, dann nimmt man die Freien Wähler, gibt ihnen etwas. Sie tragen das dann hier kurz mündlich vor. Es ist noch nicht mal eine Tischvorlage da. Dann sagt die CDU, nö, das sind ja nicht wir gewesen, wohl wissend, dass die AfD und die FDP da hinten sitzen und feixen und lachen, was hier sozusagen gemacht wird. Und es geht nicht um irgendeine Kleinigkeit, sondern es geht um eine fundamentale Entscheidung. So, jetzt zur Sache bitte. Jetzt gilt die Geschäftsordnung, nicht wahr? Ich wollte nur sagen, ich bin ja bei der Sache. Ich wollte eigentlich eine persönliche Rede halten. Ich wollte die zarten Pflänzchen, die ich in den letzten 2-3 Monaten gesehen habe, mit Gesprächen mit FDP, mit CDU und was ich hier so gesehen habe, der Haushalt bahnt sich an, das wollte ich motivierend machen. Aber da habe ich, wie gesagt, jetzt keine Lust. Deswegen ist es zur Sache, ich mache nicht mehr allzu lang. Ich will nur sagen, so geht es nicht. Und liebe CDU und auch liebe FDP, das war ein Pyrrhus-Sieg. So, das war wirklich ein Pyrrhus-Sieg. Sie können sich jetzt freuen, Sie können sich jetzt feixen, Sie können jetzt nach Hause gehen und sagen, yo, die Mehrheiten sind halt so gewesen, das ist Demokratie. Nein, das ist nicht Demokratie. Demokratie ist in den Ausschüssen arbeiten, Demokratie ist mit der Öffentlichkeit reden, ist mit den Zeitungen reden. Hat irgendeine Zeitung vorher gewusst, dass es heute kommt? Nein, schreibt das. Schreibt das, es ist einfach eine Überraschung gewesen und so kann man in einem Stadtrat nicht arbeiten und deswegen habe ich keine Lust, meine Ursprungsrede zu halten und deswegen höre ich jetzt hier schon auf. Dankeschön. So, gibt es weitere Redner? Ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um ein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann einstimmig mit. Mit 64 Stimmen so bestätigt. Mit Blick auf die Uhr, wo wir noch 10 Minuten hätten und jetzt auch bei den nächsten Punkten relativ viele Redner überall kommen, kann ich entweder Sie nach Hause schicken oder einen Punkt nehmen, der nur einen Redner hat von weiter hinten. Das ist mir egal. Noch ein Punkt, wo nur ein Redner ist. Dann nehmen wir mal den nächsten, der nur einen Redner hat.